So. So gehe ich zum ersten Mal zum Park. Diesmal lasse ich mich dann nicht. Vorwärts, oder? Warte mal, ich gehe erstmal, glaube ich, hier hoch. Und kurz umgucken. Beim Kommandodeck lügt, wer weiß, bei was er sonst noch alles lügt. Okay. Hat sich gelohnt. Und dann hier rüber, ne? Da wären wir sonst unten lang gekommen. Genau. Geht hier noch woanders hin? Nee. Wir haben 5 von 6, ne? Das war nicht schlecht. Ob wir das letzte auch noch finden. Das wäre natürlich cool. Aber kann auch sein, dass ich an irgendwas schon vorbeigelaufen bin. Ich habe mich auf dem Dach vorhin nicht umgeguckt. Das kann sein, dass das schon ein Fehler war. Hallo. Okay, das kennen wir schon. Hui. Hui. Okay, wir haben es nicht elegant, offensichtlich verpasst. Okay, jetzt zur Cap-Statue. Schade. Dann gucken wir ganz kurz mal, was die 4 und die 5 dann hier waren. Abu hat bemerkt, dass die Blutdruckmanschette fehlt, die ich mir letzte Woche geliehen habe. Glaubt aber, Ami hat sie verlegt und sie würde wieder auftauchen. Er braucht sie eigentlich gar nicht mehr. Sie war nur eine Vorsichtsmaßnahme bei der Sache mit dem Herzinfarkt. Laut Internet ist mein Blutdruck bis jetzt normal. Okay. Genau wie Puls. Die beiden sind das. Der Bürgermeister von New York hat heute erstmals einem anorganischen Wesen den Schlüssel zur Stadt überreicht. Einer der 9 Synthoids von Advanced Idea Mechanics wurde vor dem Rathaus für Tapferkeit und Heldenmut geehrt, weil er die 6-jährige Holly Ann Amber vor einem heranfahrenden Auto gerettet hatte. Okay. Ihr Vater, Sheriff Joseph Amber aus Venture Ridge, Wyoming, erzählte, er habe Holly Ann beim Urlaub in New York auf dem Times Square plötzlich aus den Augen verloren. Zum Glück war der AIM Synthoid gerade auf Patrouille und rettete dem Kind das Leben. Es ist nicht die erste Auszeichnung für AIM wegen einer Lebensrettung, aber noch nie gab es eine derartige öffentliche und menschliche Anerkennung. Die Cheftechnikerin von AIM, Dr. Monica Rappaccini, lobte den Synthoid, weil er seinen Direktiven gefolgt war, menschliches Leben über sein eigenes zu stellen. Der Bürgermeister regte einen Wettbewerb an, um dem Bot einen Namen zu geben und will eine Statue von ihm im Central Park aufstellen. Gott, oh Gott. Familie Amber erhielt von Dr. Rappaccini eine persönliche Führung durch eine der AIM-Einrichtungen in New York. Vor der Behandlung hatte ich keine Kontrolle über mich. Meine Eltern hatten Angst in meiner Anwesenheit. 2 Stunden danach bin ich im Krankenhaus den Flur auf und abgelaufen und ich konnte und wollte niemanden mehr verletzen. Falls Sie oder jemand, der Ihnen nahesteht, Anzeichen oder Symptome der Inhuman-Krankheit haben, lassen Sie sich in Ihrer zuständigen AIM-Klinik testen. Klinische Studien für das Heilmittel nehmen täglich neue Patienten auf. Leben Sie nicht im Schmerz. AIM hilft. War oben und wollte niemanden verletzen und gesagt hat er niemanden mehr verletzen. Meine Kleinigkeit, ne? Aber gut. Lange nicht gesehen. Heroes Park an der Cap-Statue. Als Kind haben mich meine Eltern oft hierher mitgenommen. Nee, ist ein Jahr, ne? Okay, wir können. Also, heutzutage gibt es ja dann doch recht viele Open-World-Spiele. Das hier scheint einfach alles ein bisschen linear zu sein. Aber ist ja auch mal nicht schlecht. Und wir können trotzdem uns umgucken. Innerhalb der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Räumlichkeiten. Und können trotzdem Dinge sammeln und so Cap angucken. Nee, ist Iron Man. Okay, das ist die Iron Man-Statue. Wir sollen ja auch zur Cap-Statue, ne? Okay. Hier geht's weiter. Aber war da hinten noch was? Nee. Gut. AIM reißt hier alles für seine neue Klinik ab. Was für eine Verschwendung. Never forget. Grüße an Take That, aber in dem Fall never forget a day. Vergiss niemals einen Tag.
Gibt irgendwas? Ah, okay, hier sind Kerzen oder so, ne? Ah, hier sind Dosen. Okay. Nicht so schön. Jeder ist ein Kritiker. Schrägstrich Vandale. Ja. Übersetzung Stark nervt. Glaube ich, ne? Sucks ist nervt am ehesten. Okay. Heroes Park ist abgeschlossen. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen auf der anderen Seite weiter. Ich weiß halt jetzt auch nicht, was richtig ist, ne? Also, kann sein, dass ich jetzt genau falsch gehe und dadurch Dinge verpasse, die ich einsammeln könnte. Oder aber eben auch genau richtig. Schauen wir mal. Alles in Humans. Alle vermisst. In memory of those we lost on Aiden. Ja. Oha, sind echt viele. Heiliger Bimbam. Der erste sogenannte Inhuman. Wow, schon 4 Jahre her. Puh. 4 Jahre. Willst du noch mehr zum Angucken? Okay, kommen wir irgendwie weiter. Ah, das ist bloß der andere Weg, ne? Ja, okay, das ist das, was ich eben gemeint habe. Weiß ich nicht, wo wir hinkommen. Das wäre der andere Weg gewesen. Okay. Dann gehen wir weiter. Das ist ein guter Platz, um die Cap-Statue zu beobachten. Hier ist auch nicht mehr. Alles klar. Da machen wir das. Cap-Statue beobachten. Wo ist sie? Wo ist sie denn? Da? Nee. Da? Ist das Cap? Nee, das ist Hulk. Hulk liegt am Boden. Kann ich helfen, Großer? Ah. Hulk, Schmerzen. Oder so. Ach, da ist der Arm. Cap. Okay. Es ist zu lange her. Cap hat keine Vandalen abbekommen, ne? Ah, doch, so ein bisschen, ne? Da ein bisschen gespraypainted. Aber Tonys Statue war sogar eingemauert. Und Hulk hat auch auf den Deckel gekriegt. Lappen. Hey, hey, hey. Wo willst du hin? Nach Hause am Liam, okay. Wirklich? Jetzt schon? Hey, willst du einen Drink? Nein, nein, danke. Was? Erweist du deinen Respekt? Ich nehme nur eine Abkürzung, das ist alles, Leute. Eine Abkürzung. Komm schon, verschwinde da. Klar. Cooles Feuerzeug. Du willst, dass sie zurückkommen, hä? Huh? So, dass sie mehr von uns töten können? Was? Nein. Nein? Nein? Nein. Was denn dann, hm? Stehst voll auf Inhumans. Kommt schon, Leute. Scheiß Partisanen. Hört auf! Alles in Ordnung? Der Kerzenjunge hat eine Freundin. Zack, check mal ihre Tasche. Was? Was ist bloß los mit euch Typen? Ich will nur nach Hause, okay, Mann? Was soll denn das? Mein kleiner Bruder war beim A-Day. Er schrieb irgendeinen blöden Scheiß über Captain America. Das war nicht Captain Schuld. Das ist alles ihre Schuld. Er ist ein lila Freak geworden. Und dann haben sie ihn entführt. Beruhig dich. Zack, es reicht. Er ist tot. Er ist tot. Zack. Pass auf. Sie ist eine von denen. Halt dich fern von ihr. Wir müssen weg. Alter.
Alles okay? Komm, lass uns verschwinden. Fass mich nicht an. Was? Du bist doch Tiny Dancer, oder nicht? Was soll ich damit machen? Wovon redest du? Bitte, lass mich einfach gehen. Kein Tiny Dancer. Und Aimbot. Hey! Ich muss weg. Wenn sie mich kriegen, landet mein Bild auf dieser Wand. Wohin? Dahin? Dahin. Okay, ciao. Okay. Das war ein großer. Oh, Widow. Wo die hin wollen, gehe ich nicht hin. Woher weiß ich, dass da nicht noch mehr sind, wo die herkommen? Hinterhergehen wäre doch sinnvoller. Da weiß ich wenigstens wie viele, oder? Ah. Bleiben da stehen. Okay. Nee, alles klar, ich verstehe. Oder kann ich... Ich kann die auch vermöbeln. Oder? Sie hat gesagt, ich soll nicht. Aber ich muss gucken, was passiert. Okay, das passiert. Haben wir es auch mal gesehen. Ich dachte, man kann trotzdem kämpfen. Okay, dann nochmal. Ich muss weg. Wenn sie mich kriegen, landet mein Bild auf dieser Wand. Gehe ich nicht hin. Kein Abzeichen von Flüchtigen in Human. Flüchtiger in Human. Also die wissen, dass ich da bin. Wahrscheinlich, oder? Also, dass wir existieren, so in Anführungsstrichen. Verdammt, sie sind überall. Muss ausweichen, oder? Also nicht kämpfen. Ich weiß nur nicht, wo wir jetzt hinkommen. Kann ich noch nach Hause? Wissen Sie, wer ich bin? Gute Frage. Bin ich aber wieder hier, wo ich war vorher. Ganz recht. Dein Freund braucht deine Hilfe. Geh! Roger, Roger. So komme ich raus. Okay. Vorne sind zu viele Wachen. Zum Park, hat sie gesagt. Triff Tiny Dancer, hat sie gesagt. Blöd, blöd, blöd. Ich hab ja hier. Nur Kreis gelaufen. Ist das wirklich der Weg? Das will ich ja wirklich. Okay. War. Ciao. Denk nach, Kamala. Denk nach. Okay. Das ist ein Torstatue. Kanalisation? Hoffentlich sind die Nichtschwimmer. Okay, in die Kanalisation. Oh, ich
Geht da oben weiter? Ja. Rechts ist noch einer, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Der sieht uns auch nicht. Alles klar. Kanalechsen, ich komme. Ja, passt ja. Hui! Oh nein, das ist noch widerlicher. Ekel ich. Okay, da sind Aimbots. Dann geh runter, sofort. Ich bekomme gleich Gesellschaft. Dann geh runter, das war eine weibliche. Oh, hab einen Schritt falsch gemacht, glaube ich. Okay, muss ich nochmal gucken, was ich eben verkehrt gemacht habe. Da war eigentlich gar keiner. Also out of nowhere war der da, ne? Ich hoffe, das ist der Speicherpunkt. Oh nein, ja. Okay. Das ist noch widerlicher. Dann geh runter. Ah, Monika, habe ich eben nicht gesehen. Da muss ich hin. Was? Okay. Oh nein, das ist noch widerlicher. Der Bot sieht mich. Dann geh runter, sofort. Ich bekomme gleich Gesellschaft. Einfach nicht aufhören zu gehen. Sieht so aus. Oh, hinter mir scannt was. Okay, knapp. Und Abflug. Oha, noch mehr. Leute, Thermoscan ein! Oh, ist doch knapp. Eigentlich wollte ich heute keine Müllcontainer rumschieben. Okay, klingt raus. Oh. Ey, möchtest auch Menschen nach mir suchen, die teleportieren können? Okay. Well. Aber schon cool gemacht. Ja, jetzt saß mir Hakenschwung, wo ich das schon mehrmals angewendet habe. Schon wieder Roboter. Warte, ich guck mich kurz hier hinten um. Ist hier was? Ja. Jersey City Sammelobjekt. Wir haben es vollständig. Abu hat bemerkt, dass die Blutdruckmanschette fehlt, die ich mir letzte Woche geliehen habe. Glaubt aber, Ami hat's. Sehr geehrter Mr. Pertus. Mit großem Bedauern haben wir Ihren Brief über das Verschwinden Ihrer Frau und Ihres Sohnes am A-Day erhalten. Da Sie Mitarbeiter eines angesehenen Partners von Advanced ID Mechanics sind, hielten wir es für richtig, für die Beantwortung Ihrer Fragen mehr Aufwand als üblich zu betreiben. Ich wünschte, wir hätten bessere Nachrichten, aber es gibt keine Aufzeichnungen über eine Rettung Ihrer Familie bei der Katastrophe. Wie Sie wissen, sind die Bergungsmaßnahmen in San Francisco immer noch im Gange, obwohl 5 Jahre vergangen sind. Ich kann nicht guten Gewissens zusagen, dass man sie noch lebend finden wird. Aber ich versichere Ihnen, dass AIM alles tut, um herauszufinden, was Ihren Angehörigen widerfahren ist. Beiliegend finden Sie einen Scheck, der Sie und den Rest Ihrer Familie unterstützen soll. Auch wenn die Kosten dessen, was Sie durchmachen mussten, natürlich nicht aufzuwiegen sind. Wir hoffen, dass Ihnen damit in schweren Zeiten ein wenig geholfen wird. Natürlich. Und Sie weiterhin als Partner und Mitglied der AIM-Familie für Advanced Idea Mechanics arbeiten. Mit freundlichem Gruß, Dr. Lyle Getz, Forschungsleiter Advanced Idea Mechanics. Alles mit Geld lösen. Mann, Mann, Mann. Immer dasselbe. Hier, Miss Marvel Comic Set.
Dieser Comic wurde nicht entdeckt. Miss Marvel 2014, 1 von G. Willow Wilson. Cover von Sarah Picelli und Justin Ponsor und Zeichnungen von Adrian Alfona und Ian Herring. Habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ich habe die beiden Miss Marvel Reihen, die bei Panini Comics Deutschland erschienen sind, habe ich beide, aber tatsächlich beide noch nicht gelesen. Ich habe den ersten angefangen, habe den zweiten, glaube ich, der zweiten Volume auch angefangen, aber dann habe ich gedacht, nee, mach das in der richtigen Reihenfolge, habe mir die restlichen Comics, die mir dann drumherum fehlten, alle gekauft. Und seitdem ich sie habe, habe ich nicht weiter gelesen. Das ist irgendwie immer gut. So, gut, wir sollen die Treppe, die Leiter hoch, nicht die Treppe, ist keine Treppe, ist eine Leiter. So. Alles frei. Na dann. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Sie ist trotzdem ein Risiko. Oh. AIM hat uns. Schlecht. Oh, schön, du bist wach. Es tut mir wirklich leid. Diese Synthons folgen nur ihren Sicherheitsprotokollen. Der Diebstahl privater Informationen ist ein ernstes Vergehen. Monika, geben Sie einen Moment. Was ist mit ihm passiert? Hey, was geht hier vor? Wohin bringt ihr mich? Dorthin, wo es sicher für dich ist. Entschuldige. Ich weiß, ich kann mit meinem holographischen Ich nicht mehr mithalten. Aber es ist ein nützlicher Trick für die Aktionäre. Geht nicht so gut, glaube ich. Dr. Tarleton? In der Tat. In der Tat? Wieso hackst du dich in unsere Server? Ich habe nichts gestohlen. Hast du etwas gesucht? Das Heilmittel vielleicht? Es gibt ein Heilmittel? Kamala. AIM hat nur vor, uns alle von der Willkür der Reichen und Mächtigen zu befreien. In den Händen Einzelner ist unbegrenzte Macht gefährlich. Sie ist tödlich. Ada ist ein Beispiel dafür. Du hast Glück, dass du noch lebst. Aber mit Technologie können wir ihre Fehler beheben. Wir können dir dein normales Leben zurückgeben. Hören Sie, ich habe das Passwort nur erraten, okay? Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Sie ist gewalttätig. Ihre Infektion verschlimmert sich wohl. Was? Aha. Ich wollte doch niemanden verletzen. Natürlich nicht. Aber was passiert, wenn du wieder die Kontrolle verlierst? Hm? Was passiert, wenn du jemanden verletzt, den du liebst? Sogar die Avengers mussten für ihre Hybris büßen. Waren Sie da? Ich meine, als Cap starb. Ah, gute Frage. Waren Sie da? Ja. Ich hatte Glück. Monika fand mich auf der Kommandobrücke. Ihre regenerative Formel war meine Rettung. Komm schon, Kamala. Tun wir es einfach. Ja? Lass dir von AIM helfen. Danke, ich verzichte. Verdammt, George! Schnappt euch das Mädchen, los! Toll, Kamala, du hattest gerade dein Outing als Inhuman. Du Blöde. Was hast du denn gedacht, ha? Der Resistance beitreten? Eine Heldin werden? Ja. Der Blitz stimmt ja schon mal. Nicht mehr nach Hause. Ami, aber die würde ich in Gefahr bringen. Ich hab's richtig verbockt. Es gibt wahrscheinlich auch bald eine Kamala Khan, also Miss Marvel-Serie. Die alte Shield-Basis. Dreharbeiten haben wohl jetzt schon begonnen. Was zu tun ist. Oh.
freue ich mich drauf. Shit! Okay. Hey! Verschwind! Autsch! Aber clever. Aber Kamala ist ja auch ein cleveres Ding. Ist ja in den Comics auch so. Stehen bleiben! Aim Ninja. Hui! Ups. Hätte ich, glaube ich, nicht schaffen können, ne? Das sollte so. Wer kämpft denn da miteinander? Ist ja schon ein bisschen weird. Okay. In der Busstation, da kommt irgendwas, was wir, glaube ich, nicht wollen. Ja. Ach Gott, müssen wir jetzt kämpfen? Alles klar, wir kämpfen. Polymorph. Jeder Held hat eine intrinsische Anzeige, die den Einsatz seiner Spezialfähigkeit begrenzt. Miss Marvel kann mit der Polymorph-Fähigkeit die Form ihres Körpers verändern, um Angriffen mit blauen Indikatoren automatisch zu entgehen. Außerdem wird ihre Offensivstärke erhöht. Halte RT, um die Polymorph-Fähigkeit einzusetzen. Der Einsatz der Fähigkeit verbraucht intrinsische Energie, die sich im Laufe der Zeit wieder auffüllt oder wieder füllt. Halte RT, um dich gegen Angriffe zu verteidigen und deinen Nahkampfschaden zu erhöhen. Okay. Bitte ergeben Sie sich den Aim-Einheiten. Ihr wollt Kräfte sehen? Na schön. Halte die positiv. Angreiferin ist hier, Human. Sieht cool aus. Nimm das Granat. Teuere Projektile. Wer? Du. Kommt schon. War das alles? Verstärkung eingetroffen. Geben wir doch unseren neuen Freunden. So lieb. Und da war den Ausgang versperrt. Großartig, meine Lieblinge. Meint ihr da oben, seid ihr sicher? Ha! Keine tödliche Gewalt. Wir brauchen sie lebend. Lebend. Okay, von jetzt an sammeln wir Ressourcen. Mist. Ist noch einer? Rückendeckung, Nakia. Sag, ich bin mit dir aufs Land gefahren. Bye, Jersey. Hallo.
502. Es kann sich selbst klonen, nahezu perfekt. Mit der Ausnahme einer leichten Farbvariation der Augen. Die Zellen teilen sich in der Mitte und formen zwei separate Individuen. Oh, es ist wie beim planarischen Plattwurm, nur menschlich. Genau. Und alle Erinnerungen des ursprünglichen Subjekts werden gespeichert. 0925 kann wirklich mächtige Energieschübe erzeugen und da sind mindestens ein halbes Dutzend mit erstaunlichen Feuerfähigkeiten. Wir schaffen uns ein Arsenal. Programmierbare Macht unter unserer Kontrolle. Keine Helden und keine Fehler mehr. Wird Zeit für eine neue Dosis. Mir geht's gut. Sie lagen 6 Monate im Koma. Und davor konnten sie ihren Husten kaum unterdrücken. Noch einige Dosen meiner regenerativen Formel. Und ihre Behandlung ist abgeschlossen. Sie stellen an diesem Denkmal immer noch Kerzen auf.